Er musste sich erstmal herankämpfen, ist nun aber eine wichtige Stütze in der rot-weißen Defensive. Nach seinem Wechsel an die Hafenstraße dauerte es ein paar Spiele. Seit 5 Partien steht Noah Kotschowski aber nun in der Startelf. Für den 25-Jährigen waren die kleinen Anlaufschwierigkeiten keineswegs eine Überraschung. Ja gut, natürlich möchte jeder Spieler, der im Kader steht, auch spielen. Andererseits wusste ich, dass ich nach der Vorbereitung wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit brauche, um mich wieder ranzukämpfen, sage ich mal. Hatte natürlich eine etwas längere Pause als die anderen Spieler, dadurch auch ein bisschen mehr Trainingsrückstand. Und klar, die anderen Spieler haben halt die komplette Vorbereitung mitgemacht, waren dann natürlich auch ein bisschen weiter vor. Und deswegen war es für mich eigentlich auch klar, dass ich dann vielleicht erstmal hinten dran bin und ja, dann übers Training halt mich empfehlen muss, um dann auch die Spiele zu machen. Beim Unentschieden am vergangenen Samstag gegen die U23 von Borussia Dortmund gelang es, gegen eines der spielstärksten Teams der Liga die Null zu halten. Für einen Defensivspieler nicht unwichtig. Trotzdem hätte sich Noah Kotschowski wohl mehr über 3 Punkte für seine Elf gefreut. Ich glaube, wir machen es in den letzten Spielen generell gut hinten, lassen wenig zu. Jetzt auch mal wieder zu Null gespielt, ist natürlich auch für die komplette Mannschaft eigentlich ein gutes Signal. Aber klar, müssen wir dann vielleicht offensiv ein bisschen mehr Durchschlagskraft haben. Und hatten jetzt gegen Dortmund auch die eine oder andere Möglichkeit, wo wir vielleicht ein bisschen Glück hätten, 1-0 gewinnen können. Aber wie gesagt, zu Null spielen ist eigentlich immer gut für die Mannschaft, gibt ein gutes Gefühl. Klar, für die Zuschauer macht es natürlich dann mehr Spaß, wenn mehr Tore fallen. Geprüft wird die rot-weiße Defensive auch am morgigen Sonntag in der Domstadt. Im Sportpark Höhenberg geht es gegen den Tabellenführer Viktoria Köln. Für Kotschowski müssen sich die Essener beim Spiel gegen den Spitzenreiter aber keineswegs verstecken. Es sind jetzt noch einige Spiele zu spielen. Die sind vorne, wollen wahrscheinlich vorne bleiben, gehe ich mal von aus. Deswegen gehe ich mal ins Spiel mit der Erwartung, dass Viktoria das Spiel auf jeden Fall gewinnen möchte. Die werden wahrscheinlich auch Druck machen, haben jetzt nur gegen Herkenrath gewonnen. Also scheinen ja auch ganz gut drauf zu sein. Aber wir fahren jetzt nicht nach Köln und wollen denen da die 3 Punkte schenken. Für uns geht es vielleicht jetzt ganz nach oben nicht mehr, aber trotzdem wollen wir die letzten Spiele erfolgreich bestreiten. Vielleicht noch den einen oder anderen Platz nach oben klettern und deswegen wollen wir nach Köln fahren und das Spiel gewinnen.